Habt ihr bei euch zu Hause unter der Küche oder unter dem Waschbecken so ein Regulierventil oder das sogenannte Eckventil, wo tropft, so wie bei mir? Bei mir ist es dieser hier, der den Geschirrspüler auf und zu macht. Es kann aber auch passieren, dass auch hier etwas tropft. Ich zeige euch in diesem Video, wie man das reparieren kann, ohne irgendwelche Teile zu wechseln. Anhand dieses Regulierventils zeige ich euch, wie es aufgebaut ist und wie man es ganz einfach reparieren kann. Zuerst muss der Griff weg. Jetzt sieht man hier, das ist die sogenannte Stopfbuchse. Diese Stopfbuchse kann man rausdrehen unter Druck. Also man muss jetzt nicht irgendwie das Wasser abdrehen, damit man dieses Teil demontiert. Da passiert wirklich gar nichts. Dieses Teil drückt innen auf die Dichtung und dichtet somit diesen Zwischenraum ab. Man kann entweder nur dieses Teil anziehen mit einer Zange oder mit einem Schlüssel, damit es dicht wird. Oder man kann das innen drin wechseln oder sogar das ganze Oberteil wechseln. Das ist aber wirklich nicht notwendig. Man sieht, wenn man jetzt dieses Teil rausschraubt, kann dieser Stift eigentlich nicht raus, da es das Tellerventil hat. Also da kann nichts passieren, da könnt ihr beruhigt sein, da könnt ihr alles unter Druck machen und das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Man sieht hier jetzt ganz genau, wie das tropft. Ich zeige euch mal aus der Nähe am Ventil selber. Seht ihr, es tropft genau zwischen diesem Stift und der Stoffbuchse. Ich demontiere mal das Handrad, damit wir hinten zum Ventil kommen. So, jetzt sieht man hier, wie der Tropfen jede paar Sekunden kommt. Als nächstes könnt ihr entweder mit dem Handrad das Ventil ganz aufmachen. Und übrigens, bei mir tropft es immer noch. Und dann lösen wir diese Stopfbuchse. Wie vorhin gesagt, man muss dazu nicht das Wasser abdrehen. Man kann diese Buchse ohne weiteres aufschrauben. Da passiert gar nichts. So. Jetzt sieht man, der Tropfen kommt eben immer hier dazwischen. Jetzt mache ich Folgendes. Ich probiere einfach die Stoffbuchse ein bisschen fester anziehen. Und wenn das alles nicht hilft, kann man entweder Teflon oder einen O-Ring oder diese Original Packung für die Stoffbuchse einbauen. Also, ich ziehe mal an, trockne es etwas, dann sehen wir, ob es etwas gebracht hat. Ich habe jetzt lediglich ein bisschen angezogen. Um zu sehen, dass wirklich dicht ist, müsst ihr natürlich ein paar Mal auf- oder zudrehen, damit man sieht, ob alles in Ordnung ist. Also ich mache es jetzt wirklich komplett zu. Man sieht, es ist dicht. Jetzt mache ich einmal komplett auf. Und man sieht, es ist wirklich dicht. Also es verliert kein Wasser. Die Arbeit ist, wie gesagt, sehr, sehr einfach und man kann sie an jedem Ventil und sogar, ich zeige euch nachher, an den Batterieventilen bzw. an der Wasserverteilung kann man das genauso machen. Man sieht jetzt ganz genau auch hier, da sind genau diese selben Stoffbuchsen drin wie bei der Küche. Also es gibt wirklich viele Ventile, wo man so selber reparieren muss, ohne dieses Oberteil zu wechseln und viele denken natürlich, sie müssen das ganze Teil wechseln. Das muss man auf keinen Fall. Wie man
gut sehen kann. Es ist alles dicht, obwohl ich jetzt 5, 6 Mal auf und zu gemacht habe, war eigentlich nur dieses Teil hier ein bisschen zum Anziehen. Ich montiere noch den Griff und somit hätten wir eigentlich die Arbeit schon erledigt, ohne groß Werkzeug zu brauchen und wirklich ohne etwas wechseln zu müssen, weil das muss man in den seltensten Fällen. So, funktioniert wieder einwandfrei. Ich hoffe, dass dieses Video für euch hilfreich war und bedanke mich für das Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.